Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Dieter Hochreiter, wir stehen vor Ihrem, ja, vor Ihrem Baby, oder? Ist das so ein bisschen Baby? Doch, kann man schon so sagen, ja. Haxenbraterei. Warum machen Sie Haxenbraterei? Ja, weil meine Eltern das schon übernommen haben. Wir sind jetzt seit 35 Jahren hier draußen. Früher war das der Haxenbauer. Mhm. Und die Frau Bauer ist dann gestorben und dann haben meine Eltern da sich beworben und haben auch den Zuschlag bekommen. Und seitdem machen wir Schweinshaxen. Und das ist sozusagen, Sie sind ja einer von diesen drei Brüdern, die hier auf dem Oktoberfest ja, zu den kleinen Wirten mitgehören. Ja. Sie sind einer der beiden Zwillinge. Ja, genau. Den anderen hatten wir gestern. Und Ihre Eltern hatten mit diesem Zelt sozusagen ihren Einstand auf dem Oktoberfest. Nein, so kann man es auch nicht sagen. Meine Eltern haben angefangen neben der Bräurosel mit einer kleinen Wurstbraterei. Mhm. 4 Jahre lang. Und als das frei wurde, hatten sie das Glück, dann hier aufzurücken. Und ich mache das heute noch mit meiner Mutter zusammen. Ah ja. Und wo holen Sie Ihr Fleisch her? Von regionalen Metzgern. Mhm. Und das braten Sie hier in Ihrem Zelt? Wir bereiten das hier vor, wir braten das alles hier, das wird alles frisch hier gemacht. Jetzt kriegen Sie Nachbarn. Das ist doch wahrscheinlich auch immer für einen Wirt auf dem Oktoberfest eine spannende Geschichte, was da draußen entsteht. Man ist immer neugierig, was der Nachbar macht und was er besser macht und was kann man sich abschauen von ihm. Was verkauft er überhaupt? Ist er Konkurrenz? Kann man nicht sagen, wir sind ja alles immer Mitbewerber hier. Und beide hatten so einen tollen Platz auf dem Oktoberfest. Ne? Also über den Platz kann sie sich nicht beschweren, oder? Ich glaube, in der Wirtsbudenstraße, wenn man steht, ist es immer ein guter Platz. Das ist schon die frequentierteste Straße. Ja. Na gut, Ihr Nachbar ist auch hat zwar nur einen Bruder, Sie sind stärker vertreten, aber so das Familiäre auf dem Oktoberfest, das hat Tradition. Also da sollte man auch dran festhalten. Ich glaube, dass die Wiesen von den Traditionen lebt. Wenn das mal ausstirbt, ich weiß nicht, was mit der Wiesen dann passiert. Gucken Sie manchmal so rüber zu den großen Zelten und denken, das wäre auch mal was für Sie? Ja, das ist immer so mit gemischten Gefühlen, ein großes Zelt. Das bedeutet schon viel Verantwortung, ist viel Arbeit. Wir haben schon mal überlegt, wir drei Brüder, ob wir uns für ein großes zusammentun, aber man weiß nie, was rauskommt. Wir verstehen uns so gut, jeder hat sein eigenes Ding und wenn man dann in einem großen zusammen ist, weiß man nicht, wie es dann ausgeht. Ja, aber auf der anderen Seite, dreimal große Kompetenz wäre doch vielleicht eine Chance bei diesem System, wo keiner richtig durchblickt, warum wer irgendwas bekommt. Ist möglich. Also das System ist da, das Bewertungssystem. Die Stadt weiß, wie sie es bewertet. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wie lange brauchen Sie, um Ihr Zelt so aufzubauen? Wir brauchen ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und könnten Sie es selber zusammenbauen? Ja. Also ich bin schon so viele Jahre mit dabei und war am Anfang auch mit dabei. Überlegen Sie sich mal, so Ihr eigenes Zelt zu erneuern? Oder ist das eigentlich auch von Vorteil, wenn man es so belässt, wie es Ihre Gäste kennen? Irgendwann wird der Standard auch wieder angehoben werden müssen und irgendwann bist du mit einer Renovierung auf alle Fälle dran, da beißt die Maus keinen Faden ab dran. Aber solange man den Standard halten kann und solange, ich finde, es steht schön da. Absolut. Was kostet so ein Zelt? Das ist schwer zu sagen. Das ist ganz schwer zu sagen. Damit befasse ich mich dann nochmal, wenn ihr ein neues bauen müsst. So über den Daumen. So über den Daumen. Daumen würde ich sagen, 1 Million. Wie viele Leute passen rein? Wir bekommen innen 250 rein. So. Sie haben nur innen, oder? Ich habe leider nur innen, habe leider keinen Garten. Das ist bei schönem Wetter schon immer Handicap. Aber wir haben ja einen Biergarten 2 Kilometer weiter, sage ich immer. Oder nur bei sich um die Ecke. Dann sind Sie im Hofbräu.
Obwohl das ist natürlich auch immer rappelvoll da. Gell? Ja, gehen wir mal rein und schauen uns Ihr Zelt von innen an. Herr Hochreiter, was ist Ihr Lieblingsplatz hier in diesem Zelt? Wo sitzen Sie am liebsten? Am liebsten sitze ich beim Frühstücken hier vorne mit meiner Mutter zusammen. Das sind so die ersten 30 Minuten am Tag oder 20 Minuten, die wir noch in Ruhe verbringen. Aber Frühstück gibt es bei Ihnen nicht, oder? Nein, Frühstück haben wir keins. Wir sperren um 10 Uhr auf und dann geht es eigentlich gleich los mit den Schweinshaxen. Wie ist das so mit den Reservierungen bei Ihnen? Gehen Sie einfach vor. Dann. Ist da noch was zu kriegen abends? Also abends wird es schwierig. Den einen oder anderen Tisch habe ich vielleicht noch, aber der geht meistens dann unterhand an Bekannte, die mich dann fragen. Genau, das sind dann immer. Also es gibt noch Tricks, oder? Also über die Mittagszeit und nachmittags ist überhaupt kein Problem. Auch am Samstag nicht, weil wir reservieren ja samstags nicht. Und wer dann kommt, isst und dann wird der Tisch wieder freigemacht und dann geht es wieder weiter. Da haben die Leute einfach mehr Chancen, als wenn du immer 3 Stunden reservierst und dann bleiben die sitzen. Was haben Sie denn da oben? Das ist eine alte Karussellkutsche. Von einem uralten Karussell. Die dürfte ungefähr 150 Jahre alt sein. Nach welchem Motto, würden Sie sagen, haben Sie Ihr Zelt dekoriert? Ich würde sagen querbeet. Querbeet, alles was so ein bisschen altertümlich ausschaut und antik. Wo kriegen Sie sowas hierher? Was? Das ist vom Pferd, oder? Vom Pferd, ja. Halfter vom Pferd. Die Flohmärkte rund um München abgrasen, wenn man wieder mal was Neues machen möchte. Und das Bier ist ein Franziskaner-Weißbier? Franziskaner-Weißbier und Löwenbräu Helles. Was übrigens besser ist als sein Ruf. Aber ich habe gelernt, dass in Steinkrügen, aus Steinkrügen trinken die Leute länger, weil das Bier dort länger kalt ist. Stimmt. Ist richtig. Haben Sie mal überlegt, ob Sie umdenken? Eigentlich fürs Geschäft gar nicht so gut, ne? Wenn die das. Ja, der Gast möchte halt gerne sehen, dass er auch einen Liter bekommt. Und das sieht er halt besser im Glaskrug als im Steinkrug. Und hygienischer finde ich den Glaskrug auch als den Steinkrug. Ja, warum? Weil er einfach eine glattere Oberfläche hat und dadurch besser zu reinigen ist. Der Steinkrug ist ein bisschen poröser. Also Glaskrug finde ich schon aus diesen zwei Gründen gut. Warum ist es wichtig, dass man sich so als kleine Wirte zusammengeschlossen hat? Es gibt ja die großen Wirte und die kleinen Wirte. Ja, große Wirte, kleine Wirte ist immer so ein. Finde ich auch fraglich. So ein Spiel. Also ich denke, wir sind alles irgendwo Wiesenwirte. Ja. Ob groß oder klein, sollte man keinen Unterschied machen. Aber es ist schon wichtig, dass man seine Interessen untereinander auch mal bespricht. Aber und was heißt als Gemeinschaft Wirte? Gegenüber dem Veranstalter auch auftreten kann. Dann tut sich der auch leichter, weil er auch leichtere Ansprechpartner hat. Wann ist sowas nötig? Wann ist sowas nötig? Ist eine gute Frage. Die Wiesn verändert sich ja auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Früher hat man es vielleicht nicht gebraucht, aber es wird alles ein bisschen komplexer. Und ich denke, mittlerweile ist es schon nötig, dass man sich mal unterhält untereinander. Tanzen die Leute hier bei Ihnen auf den Bänken eigentlich? Wo tun sie das nicht? Schon, oder? Wenn Stimmung ist, dann sind die natürlich auch auf den Bänken, ganz klar. Und aber die Stimmung ist gut bei uns, also die sind schon ziemlich oft auf den Bänken. Dann, und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das alles unter Kontrolle behalten, auch in diesem Jahr. Denn, also, jetzt stehen wir hier mit dem Manfred Schauer, in Klammern der Schichtl. Und der Schichtl muss uns jetzt mal erklären, oder der Manfred Schauer muss uns erklären, warum der Schichtl fürs Oktoberfest so wichtig ist. Ja, Manfred Schauer. In Klammer der Schichtl, also ich bin eigentlich in der Klammer vom Schichtl, bin eigentlich ich selber. Der Schichtl ist mein wichtig für die Wiesn, das kann ich so nicht sagen. Er kehrt halt dazu seit 1869 und ich weiß nicht, wie viele Unternehmen, Betriebe, wie immer auch schon vorher oder seitdem auf der Wiesn sind. Nur durch dauerndes Dabeisein ist man noch lange nicht wichtig oder unerlässlich. Aber wenn man sich immer wieder anmeldet und in München den Schichtl die Art annehmen, dass man bleiben mag, dann scheint er wohl dazu zu gehören. Wichtig, würde ich nicht sagen. Doch, der gehört dazu. Jetzt glaube ich, dass es niemanden gibt, der sagen würde, der Schichtl, der passt hier nicht rein. Die einzige Frage, die sich natürlich stellt, ist, müsste der Schichtl jetzt nicht auf der alten Wiese, auf der Eudenwiesen sein? Jein.
Das ist so, von der Tradition ja, aber es sind nicht alle alten Geschäfte. Da nebenbei ist, nebenan ist gleich die Grinoline, da drüben ist der Flohzirkus, Kasperl, der hat auch nicht weit weg, das Russenradl hier in der Straße, das sind alles uralte Betriebe. Die sind alle nicht auf der alten Wiesen. Die Philosophie dahinter, ganz blick ich sie auch nicht, aber alles muss ich nicht verstehen, weil dann kann ich es auch nicht vergessen. Es ist halt so, da sind halt wieder welche belebt worden, die da sind. Ich gönne es ihnen. Das Problem ist für mich, Herrschaften, die alle das sieht und hört, das Publikum vom Schichtl, die mögen das Alte, die mögen die traditionelle Wiesen. Und da haben sie halt die Riesenkonkurrenz da drüben, diagonal. Nein, das ist eigentlich das Problem. Und auf die Frage, warum der Schichtl nicht drüben ist, ich glaube, auch mit der Art, wie wir nach außen arbeiten, mit dieser Dynamik, mit dieser schon volle Kanne, dass das vielleicht auf die alte Wiesen gar nicht passen wird. Wie hält der Manfred Schauer das überhaupt aus, 16 Tage lang, wie lange, 8 Stunden, 10 Stunden, da rumzutoben? Es sind mindestens 12 Stunden, wie man das aushält, man hat durch Begeisterung, die Musik, die schiebt wahnsinnig an. Es ist Freude an der Sache, wenn man da rauskommt und da stehen die Menschen und die lassen einen spüren, dass sie uns gern da sind. Es ist nicht bloß der Manfred Schauer, das ganze Kabinett, wir sind 11 Leute. Ja schon, aber der Manfred Schauer, der steht da auf der Bühne und ist im Grunde genommen, manche sagen, er ist interessanter als das, was dann da drin passiert. Ja, aber manche. Was die meisten sagen, Zeit. Und, ich bin ja wirklich bloß ein Teil von allem. Und die Dynamik da draußen, natürlich soll sie infizieren, sie soll anstecken, sie soll den Leuten Lust und Laune geben und sagen, wow, so wie der drauf ist, da geht es ja drinnen noch besser ab, was auch stimmt. Und dann, dass ich sie animiert zum Reingehen, dass die Leute sich den Spaß gönnen für kleines Geld, Herrschaften, für kleines Geld. Was kosten? Viel weniger, was wert ist, 5 Euro und 3 Euro die Kinder. Und dann haben wir Familientage noch mal 1 Euro jeweils weniger. Also das sind ja keine Preise, das ist einem Geschenk sehr nahe. Ja. Wie zufrieden bist du mit dem Platz hier eigentlich? Ist das so, wie man sich das wünscht? Naja, das ist so, sie fahren in der U-Bahn und die bleibt stecken. Jetzt haben sie einen Sitzplatz und die anderen einen Stehplatz. Und jetzt frage ich sie auf dem Sitzplatz, wie zufrieden sind sie mit dem Platz? Obwohl sie stecken bleiben, wenn sie sagen, sehr zufrieden, weil sie nicht stehen müssen. Also es gäbe einen interessanteren Platz. Wo denn? Richtung Riesenrad. Richtung Riesenrad. Aber hier schon auf dieser... in der Schaustellerstraße. In der Schaustellerstraße. In der Schaustellerstraße Richtung Riesenrad. Ich stehe den ganzen Tag draußen. Ich sehe so gesehen von der Wiesn nicht viel, wenn ich da drüben stehe. 200 Meter links, 200 Meter rechts und nach gegenüber. Aber ich merke halt, hinauf wird es immer dichter, die Population. Die Spaziergänger und Wiesenbesuch, und da werden es immer weniger. Und der Schwerpunkt ist natürlich drüben in der Wirtsbudenstraße. Da spielt sich halt die Wiesen schwerpunktmäßig ab. Okay, also da kann man ja doch ein bisschen für kämpfen in den nächsten Jahren. Der Manfred Schauer ist ja noch jung und von daher hat er ja noch Zeit, da dann in die Wirtsbudenstraße zu ziehen in den nächsten Jahren. Nein, in die Wirtsbudenstraße können wir wirklich nicht ziehen. Vielleicht aufgrund dieser sehr, sehr hohen Verdichtung in der Wirtsbudenstraße, vielleicht geschieht mir baulich was auf der Wiesn, könnte ja sein, dass man die aufteilt, die Zelte vom Ochsen bis zum Löwenbräu hier rüberzieht mit Fassadentausch und dann die anderen rüber. Es wäre eine Mordsentzehrung für die Besucher, die da nicht mehr rumgeschoben werden, sondern vielleicht gehen können, für die Schausteller. Wäre es vielleicht oder wahrscheinlich auch eine Belebung, aber das spreche ich für alle und nicht bloß von mir. Der Schichtl ist ja jetzt nicht nur dieses, wie nennt man es eigentlich, Unterhaltungsprogramm. Der Schichtl ist eine Kulturvollzugsanstalt. Kulturvollzugsanstalt, ja. Sondern eben auch eine Gastronomie. Ja, es wird also im Schichtl. Und da gehen wir jetzt mal rein. Das machen wir. Was sind denn hier beim Aufbau, Herr Schauer, die größten Schwierigkeiten, die Sie hier haben? Die Handwerker. Das ist nicht nett. Aber es ist so, nein, die Kameraden sind gut, alle. Aber es ist so. Aber jetzt ist Ihnen kurz mal die Wahrheit rausgerutscht, oder wie? Mir rutscht die Wahrheit nicht raus. Sie wohnt in mir inne und hat jederzeit Auslauf. Aha, also dann war das der Auslauf eben. Ja.
Herr Vanhoven, das Problem ist, ich glaube, wie bei vielen anderen auch, wenn man ein Jahr lang alles verpackt hat und beim Einpacken geht es ja immer drunter und drüber, da haben die Leute alles keine Lust, ob da was kaputt geht, verschwindet, verloren geht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, je weiter wir kommen mit dem Aufbau, umso mehr stellst du fest, oh, da fehlt was, da fehlt was. Und das verdichtet sich gegen Ende, weil halt dann das meiste da sein sollte, manches muss neu beschafft werden. Oder es passen Dinge nicht mehr, oder die Anschlüsse sind nicht mehr dieselben. Das sind so Aufbauprobleme. Und wenn es dann losgeht und die Wiesen so voll im Gange sind, was sind dann so die schweren Momente für einen Wirt? Das heißt nicht, die Wiesen im Gange sind, es ist nicht plural, es ist die Wiesen im Gange ist. Und schwierig. Also das überlege ich mir noch, ob ich das rausschneide. Ja? Nein, das tun Sie nicht rausschneiden, da sind Sie viel zu souverän. Aber, ja, das überlege ich mir. Aber dann bitte in den Worten, die Sie dafür wählen würden. Das Schwierige auf der Wiesn ist, also rein vom Technischen her, dass halt prinzipiell alles am Freitagabend kaputt geht. Andererseits haben wir hier wieder uns schon warm angezogen, dass wir Beziehungen haben, wo man Leute mehr abends erreicht, Samstag, Sonntag erreichen kann. Und das ist halt sehr wichtig. Und darum kommen wir technisch auch über die Runden, wenn mal da was kaputt geht. Herr Manfred Schauer, wen haben Sie denn hier alles schon geköpft bei sich? Wer sind denn so die großen Berühmtheiten? Jeder, der hier auf dieser Bühne geköpft wurde, ist berühmt. Ja. Also mal Fakt. Und es waren schon also viele große Namen da, von Reinhard Fendrich, David Copperfield, Christine Neubauer, Otti Fischer, jede Menge. Auch mir, ich weiß sie gar nicht mehr, weil ich möchte nicht niemanden auslassen. Es ist aber nicht nur die Prominenz. Das werden die Ihnen nicht verzeihen, die Sie jetzt ausgelassen haben. Ne? Das ist jetzt mal passiert, dass Sie wichtige Leute nicht erwähnt haben. Und Sie zum Beispiel? Das werden wir auch nicht rausschneiden. Wurden Sie schon mal geköpft bei uns? Jetzt könnten Sie es vertragen. Wie groß sind Sie denn? 1,93. Die sterbliche Hülle. Und die andere Größe? Unendlich. Ha! Ja, ich habe ihn mundtot gekriegt. Ja, er wusste mal 2 Sekunden lang nichts zu beantworten. Unendlich. Ja, Wahnsinn. Das ist schon ein also dann liegt man hier, ja? So quasi, ja. Ja. Auf der Marie Antoinette. Und dann, wie geht der Trick? Famos. Er ist sowas von perfekt, dass David Copperfield zweimal hier war, um sich ihn anzuschauen. Und er war einfach hin und her gerissen. Der Trick, der geht so, so und zack und weg und dann wieder hin und wieder rauf und das war's. Also das dürften Sie jetzt verstanden haben in Ihrer unendlichen Wahrnehmungsweisheit. Und dann ist irgendwo der Leichenwagen und fährt die Leute. Nein, nein, das ist ja das, was der Schichtl weltexklusiv zustande bringt, wenn wir die Leute mal entschädelt haben für ein paar Momente. Die werfen einen Blick ins Paradies und werden dann auch wieder reinstalliert ins reale Leben, reinstalliert. Also da haben wir keinen Installateur, der das macht, das machen der Henkersknecht und die Schichtlin. Dann wünsche ich viele Entschädelungen. Das wünsche ich mir auch. Ja, dass das Geschäft floriert. Wie viele müssen da so durchlaufen? Während einer Wiesn? Ja, 350 bis 400 ist schon die Norm. Weil man muss ja immer dranbleiben und wenn's, auch wenn es regnet, man eiert dann rum und sagt, ein bisschen langsamer und so. Man muss wie beim Laufen, man muss den Rhythmus haben und wenn man den unterbricht, kommt man aus dem Takt und dann verliert es auch an Qualität. Dann wünsche ich viel Rhythmus und viele Menschen, die sich darauf einlassen, sich mal einen Kopf kürzer machen zu lassen. Vielen Dank fürs Gespräch. Es war mir eine große Freude. Sie haben also einen gemeinen Werktag, einen kleinen Feiertag gemacht, ja. Herr Vanhoven. Ja. Menschen in München mit Jörg Vanhoven. Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht die IT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. So, Thomas Bentle, Sie sind jetzt derjenige, der die Fischbäder, warum heißt es eigentlich Fischbäder, aufbaut? Und zwar gibt es ja in Erding die Kabarettistin, die Monika Gruber. Ja. Und die ist ja ab und zu bei meinem Schwager in Erding. Und die hat dann immer gesagt, ja, gehen wir heute mal zum Fischbäder, weil mein Schwager verkauft ja Fisch. Ja. Und dann hat sie das so etabliert, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, hey, der Fischbäder, er heißt ja auch Peter. Und dann haben wir gesagt, der Fischbäder ist ja eigentlich, das ist ein super Name.
Ah, Bäder ist sozusagen die bayerische Form von Peter. Genau. Ah, siehst du jetzt. Und so hat die Monika Gruber eigentlich damals diesen Namen, glaube ich, kreiert. So war das. Und es hat sich einfach so ergeben dann. Und immer haben sie gesagt, ja, gehen wir zu Fischbäder. Der ist ja jetzt in Erding auch am Volksfest. Und, das ist der Schwager, gell? Das ist mein Schwager, ja, der genau. Schwager, der ist hier dem das gehört. Ist der Wirt, ja, das ist der genau. Wirt, das ist der mit seiner Frau und die Wirtin. Die machen das. Und, aber Sie sind derjenige, der es aufbaut? Ich bin derjenige, der es aufbaut. Ich kümmere mich um die, alle technischen Sachen, Auf-, Abbau, auch während der Betriebszeit um alle Abläufe, Betriebsabläufe, die ja so passieren, weil das ist ja für einen allein gar nicht machbar. Also es ist ja so viel Arbeit. Und mein Schwager kümmert sich praktisch auch um die ganzen Gäste. Der muss die Gäste begrüßen und verabschieden und das ist und muss dann mit den Lieferanten dahin gehen und dahin gehen. Also der hat so viele administrative Tätigkeiten. Das wäre nichts für Sie? Nee, das wäre nichts für mich. Das ist so nicht mein Ding. Also ich bin so der handwerkliche Typ. Ja. Das habe ich ja schon als Bub gehabt, da habe ich mir gesagt, hey, ich muss mal in der Nähe schauen. Alles kaputt gemacht, aufgemacht. Und sieht nett aus. Also was ist da so die Vorlage von, dieser, von diesem Zelt? Das ist also eigentlich eine Hütte, eine richtige alte Hütte, weil das Holz ist auch 100 Jahre alt, also das ist echtes Altholz. Aha. Und das hat die Firma Blätscherer gebaut. Und ja, wir wollten halt auch so einen Stadel haben, darum heißt es ja auch Fischbäder Wiesenstadel. Ja. Ne, das soll so einen Stadelcharakter haben und dann halt so ein bisschen mit Fisch gemixt. Ne. Das ist ja hier der Familienplatz, gell? Familienplatz heißt das ja, genau. Familienplatz. Seid ihr zufrieden mit der Lage hier? Ja, für uns ist es okay. Also ich meine, vorne im Trubel auf der Wirtsbudenstraße ist natürlich viel mehr los, klar. Und aber ich denke mal, wir sind jetzt das dritte Jahr hier und es etabliert sich. Das dauert, da muss man nur ein bisschen Geduld haben, bis jeder weiß, wo wir sind und dann passt es eigentlich schon. Was gibt's denn da jetzt für Fisch? Ja, wir haben Zander, wir haben Meeresfrüchte, es gibt Garnelen, Hummer. Hummer? Ja, wir haben Hummer. Also wir haben ja, sind ja 70% fischlastig. Es gibt Fischsuppe. Aha. Wir haben schöne Fischvorspeisen. Es gibt Fischpflanzerl, wo man den Unterschied fast nicht merkt. Also ich esse die für mein Leben gern. Die sind so lecker. Aha. Und dann halt ja alle möglichen Arten von Fisch noch. Wildlachs, Lachs normal und ab und zu mal Forelle. Das kommt auch immer darauf an. Das ist ja, man muss ja mal schauen, wo was für Fisch, frische Fische bekommen wir auch. Ja, wo kriegt ihr die her? Wir kriegen die einmal, wir haben jetzt einen neuen Lieferanten, der kommt aus Rügen da oben. Aha. Das sind so Dinge, die mein Schwager dann macht. Ja. Und dann haben wir noch die Koppenmühle heißen die. Die sind in Markt Schwaben draußen, das ist eine Fischereizucht hier, also es sind heimische Fische auch dabei und dann welche natürlich aus der Nordsee, Ostsee. Lachs? Lachs, selbstverständlich. Lachs muss sein, ne? Das geht ja ohne gar nicht. Und Lachs ist ja ein sehr beliebter Fisch auch. Ich liebe Lachs. Wie viele Leute passen da jetzt rein? Wir passen jetzt, insgesamt haben wir 144 Plätze innen und haben auch dann einen schönen Garten noch draußen. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Gehen wir mal rein? Gehen wir rein, ja. Okay. Was haben Sie hier so an Bildern hängen? Wo kommen die her? Ist es auch mitgeliefert werden? Nee, oder haben Sie das selber? Was die Firma Blätscherer damals geliefert hat, ist eigentlich nur das rohe Zelt. Aha. Und alles, was jetzt herin ist, das haben wir, die Bänke und so, das ist aus der Schreinerei aus Straubing gemacht worden. Weil wir auch keine normalen Biertische eben haben wollten. Wir wollen uns ein bisschen abheben, ein bisschen anderes Konzept eben auch. Und deswegen haben wir auch schöne Eckbänke, also haben wir alles machen lassen. Und der, ja, mein, das ist Fundus, sag ich mal. Also, haben Sie eigentlich eine Band hier? Ja, da ist die, da oben haben wir eine 2- bis 3-Mann-Band, da ist das Musikpodium, ja, wo das Geländer ist. Ja, und nebendran ist die Schenke. Und stehen die Leute schon mal auf den Bänken? Ja. Wie in jedem Zelt auch. Also irgendwann hält es keinen mehr, um sich da zu sitzen und dann geht es natürlich hoch. Ne? Und dann, wenn die Sonne scheint, kann man auch rausgehen? Dann kann man auch rausgehen, ja. Das sieht jetzt so aus, als würde da Holz aufgebaut sein. Aber ja, das haben wir dieses Jahr ganz neu gebaut. Und das ist eine Attrappe? Dresden ist eine Attrappe, ja klar. Also, aber es ist jedes Teil einzeln geschnitten von mir persönlich. Sieht sehr echt aus. Ja, ja. Das ist wirklich. Also wir haben uns da überlegt, wir brauchen irgendwie so ein bisschen Tresen da. Und dann haben wir gesagt, ja, so ein bisschen mit Holzscheitel drin und so. Ja, so allem Stadelcharakter halt. Und was kann man bei Ihnen trinken? Ja, bei uns gibt es alles. Sag ich mal, wir haben Hacker, aha, Bier, Wiesenbier natürlich. Dann haben wir Weißbier, Russen, Radler. Dann haben wir auch Prosecco, Champagner. Also bis auf Kaffee können wir fast alles trinken. Und dann haben Sie hier auch, das ist ein
Wie heißt der Fisch? Thunfisch, glaube ich. Thunfisch, das ist ein Thunfisch. Das ist ein ganz klarer Thunfisch. Wo das ist noch ein bisschen Deko. Wo wird der aufgehängt? Ja, da schauen wir jetzt nochmal. Der ist ganz neu. Den haben wir jetzt erst besorgt. Und da haben wir noch keinen Platzl gefunden im Moment. Aber da findet man garantiert einen Platzl. Ja, der Wudel, servus, grüß dich. Da ist noch das Preisschild dran. Aha, sehr gut. Und wie viele Leute passen hier raus? Hier rein? Alle, die drin sind, können fast alle hier raus. Sag ich mal so um die 100, 140 Leute. Dafür ist auch der Garten gemacht. Das ist eigentlich der Raucherbereich. Und es ist halt immer so, dass gerade am Nachmittag sitzen die Leute ja nicht drin und wollen vielleicht doch ein bisschen rausgehen. Aber wir haben draußen keine Tische. Was war denn hier vorher? Ich weiß es nicht. Also hier sind ja normal, ist es ja auf der Wiesn immer üblich, dass die Fahrgeschäfte oder Buden und so, die wechseln ja jedes Jahr die Plätze. Und dadurch weiß man auch nicht, was vorher stand. Da ist jeder mal woanders gestanden. Da war schon alles Mögliche gestanden wahrscheinlich. Ne? Ja, aber Sie wollen jetzt hier fester bleiben, oder? Ja, wir haben uns jetzt da so eingelebt, sage ich mal. Ne? Ja, ich meine, das ist ja auch eine Investition. Ja, das kostet schon richtig Geld. Was kostet das? Oh, ja, da spreche ich mal lieber nicht drüber. Also es bereitet manchmal schlaflose Nächte. Denn das muss ja da auch erstmal abgearbeitet werden. Nicht? Also ja, das ist extrem viel Arbeit. Also man möchte nicht glauben, wir bauen jetzt auch schon seit 3 Wochen auf. Und wir brauchen auch mindestens 4 Wochen zum Aufbauen, sonst wären wir wirklich nicht fertig. Und es sind so viele Kleinigkeiten zu machen. Ich meine, die Hütte selber steht in 4 Tagen. Aber dann das Ganze in die ganzen Innereien, sage ich mal, bis die Bestuhlung, das Licht, Verkabelung, Wasser, Strom, Netzwerk. Man muss ja heute Kassen laufen, ja, Kassensysteme laufen alles über Online-Systeme. Und also es ist so viel dann bis die, sag ich mal, die Dekoration, das ist ja. Das ist jetzt noch nicht mein Ding, aber dann, das dauert auch, bis dann alles wirklich so weit. Aufhängen müssen Sie es. Ja, das mache ich nicht, das machen die anderen, das lasse ich dann machen. Also den Fischbäder, den müssten wir mal ausprobieren. Danke, alle Fälle. Danke, dass wir da mal reinschnuppern durften, bevor es sozusagen aufgemacht hat und viel Erfolg. Ja. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Wir unterstützen die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. 3x ganz in ihrer Nähe.